Da ist Hurricane, der Sohn des Hoppeditz. Wenn ich auf seinem Rücken sitz und er so geht und nicht nur steht, dann spüre ich was. Vibrizität. Ein reiterliches Hochgefühl von Takt, Musik und Muskelspiel. Das zeige ich jetzt erstmal in der Lösungsphase. Dazu trabe ich an und brauche eine schöne Trappmusik zum Leichttraben. Auf geht's, ihr könnt wieder mitklatschen. Der Leichttraben, da lässt sich der Reiter schön vorsetzen im Takt. Ganz wichtig, dass er die Balance behält. Holla. Man kann auch in den Galopp leicht traben. Guck, eins, 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 so, brüh. Aus Pferdesicht ist jeder Reiter erstmal ein lästiger Begleiter. Der sitzt, wo er nicht hingehört und das Wohlbefinden stört. Verständlich, dieses Unbehagen, so ein Wesen mit sich rumzutragen, das manchmal stark nach Deo riecht und dann noch ordentlich was wiegt. Für gute 80 Kilo oft, gar manches Pferd hat schon gehofft, dass so einer zum Füttern käme und vom Ritt dann Abstand nehme. Bloß hapert es beileibe nicht, in jedem Fall nur am Gewicht. Da sind schon Pferde durchgebrannt, weil's mangelte am Sachverstand. So ein Körpersprachenanalphabet, der mit Sattel und Trense in der Boxentür steht, kann gerade von ganz jungen Pferden deutlich missverstanden werden. Da bläht sich die Nüster, da wölbt sich der Hals, der freut sich auf mich, denkt der Mensch jedenfalls. Mit Schwung fliegt sein Sattel zum Widerrist, erst gestern neu gekauft und schon liegt er im Mist. Enttäuschung, Schock, auch Wertverlust, tief empfundener Reiterfrust. Man ist ein wenig eingeschnappt, man hat das mal gesehen und da hatte das geklappt. Ein Pferd, wenn sich das sowas merkt, wird in dem Vorurteil bestärkt, dass Sättel, wenn sie fliegen, rappeln und dann am Boden weiter zappeln. Dass noch Gefahr von denen ausgeht, wenn man schon richtig mitten drauf steht. Der Klang von nicht ganz feinen Worten erzeugt sowas wie Emotion und schwillt in Folge 10 Quetschung an zu einem schrillen Ton. Es stößt bei diesen Hochfrequenzen das Pferdeohr an seine Grenzen. Ein Pferd mit Tinnitus-Beschwerden kann phasenweise kopfscheu werden. Das wirkt sich aus, man merkt sofort, auf die Verwendbarkeit im Sport. Statt Hobbyreiter rumgehoppelt, bevorzugt so ein Pferd die Koppel, wo es sich dann die Zeit vertreibt und lieber ungeritten bleibt. Jetzt muss ich Anlauf nehmen für den starken Trab. Da kann ich in eine doppelte halbe Zickzack-Traversale hier reinreiten. Einmal nach links, nee, das rechts. Dann nach links, so, und dann wieder nach rechts. Jo, versammelter Galopp, halbe Pirouette und einer Wechsel. Einer Wechsel, einer Wechsel, einer Wechsel, einer Wechsel, einer Wechsel. So, und wieder per Pirouette. Tup, tup. Und jetzt kommt eins. Zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, oh. Tank ist leer. Wenn Pferde mal träumen von Wolke 7, dann träumen sie nicht davon, Stechtrab zu üben. Sie träumen noch nicht von Menschen mit Sporen, von lauter Musik in rasierten Ohren. Den Luxus von weißbandagierten Füßen, den würden sie keinen Moment lang vermissen. Sie kämen auch gänzlich ohne Applaus aus. Halt, halt, halt. Das geht ja weiter. Fressen, saufen, Geselligkeit, ein kleiner Galopp mal von Zeit zu Zeit. Die Nüster im Wind, wär mein Stolz frei und wild. Der Reitsport passt da so gar nicht ins Bild. Ein Höhepunkt im Krankartenrepertoire dieses Hengstes. Die Mittelpositur des Reiters kann locker
aus dem großen Rückenmuskel des Hengstes bedient werden und springt schön bis in Nackengegend. Da brauchst du keine Massage mehr. So, Radetzky-Marsch und raus. Hier haben wir's. Halbe Parade, ganze Parade, klemmende Wade, Rückenblockade. Perfekte Levade, vorwärts ohne Gnade, Abflug. Schade. Ja, brav, so ist er gut. Nochmal. Ja, so ist er gut.